Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls, Prepare to Die. Im letzten Part haben wir den Wald weiter erforscht und sind dem Eid der Waldjäger beigetreten. Wir müssen gleich noch irgendwie in die Schandstadt kommen, da freue ich mich drauf. Aber erstmal werden wir mit den zwei neu erschienenen Charakteren, den zweiten seht ihr nicht so gut, der ist da hinten, ist auch so ein Geist, werden wir mit denen reden. Hallo. I've heard all about you. I'm Shiva of the East, Captain of the Brigade. Let's teach you the clan basics now, as there's no time to chat in the midst of fighting. Except there is little in the form of rules, you hear? Fight and hunt as you like. Whoever's fastest gets the prey. That's the way we do it. Only, don't forget what Alvina said. Traitors aren't given a second chance, for any reason. That's about it then. Don't worry. It's a good old time, isn't it? Great to have you with us. Good hunting to you. Good hunting to you too. Ja, Shiva of the East, Hauptmann der Brigade. Wenn man ihn tötet, dann erhält man sein Schwert und sein Schild. Das habe ich dummerweise verpeilt in meinem ersten Durchgang. Ich habe ihn nämlich umgebracht und das war dumm, weil ich dachte, er droppt ein anderes Schwert. Nein, das kann man bei ihm kaufen, dieses Schwert, das ich suche und das andere auch. Kostet beide Schwerter zusammen 25.000, das eine 5.000, andere 20.000. Allerdings nur, wenn man ihn in der Schandstadt antrifft. Deswegen müssen wir da jetzt auch gleich wieder runter. Und das hier ist sein Leibwächter. Und wenn man ihn tötet, bekommt man einen ganz besonderen Ring. Nämlich den Darkwood Grain Ring, war es, glaube ich. Darkwood Grain Ring, doch, der müsste das sein. Und der verleiht einem, er sagt uns nichts. Der verleiht uns, jetzt kann man die Maus aus dem Bild tun, so. Den Ninja Flip nennt man den. Und dann haben wir eine verbesserte Abrolle. Eine schnelle, eine richtig schnelle Abrolle, mit der man einfach weiterrennen kann im Grunde, weil die einen nicht auf den Boden wirft, sondern man bleibt im Grunde auf den Beinen dabei. Extrem genial, diese Rolle. Und wegen der habe ich auch die Rüstung aus der Schandstadt die ganze Zeit getragen. Weil ich damit nämlich die Belastung so niedrig halten konnte, dass wir, dass es mir möglich war, diesen Ninja-Flip die ganze Zeit auszuführen. Ich glaube, der verbraucht sogar weniger Ausdauer, also weil man halt weniger wiegt, ne? weil man weniger Belastung hat, deswegen verbraucht man dann auch weniger Ausdauer beim Ausweichen und so. Und das war enorm geil heute, das war so gut. Aber das ist jetzt mal ohne Belang gerade, denn wir müssen irgendwie wieder in die Schandstadt kommen und unsere Seelen dabei behalten. Und ich bin sogar geneigt, Leute, nur für den Fall, den Ring der Opferung zu benutzen, so. Denn ich will diese auf gar keinen Fall verlieren. Okay, warum ist jetzt die Menschlichkeit da angezeigt? Wahrscheinlich wegen dem Ring der Opferung. Naja, ist ja nicht so schlimm. In der Schandstadt werde ich mich auch menschlich machen. Aber hier, die gehen mit zwei Schlägen down. Oder ja, gut, drei, wenn es nicht der schwere Schlag ist. Die anderen sind um einiges stärker weiter drin im Wald. Dort werde ich mich menschlich machen und dann werden wir gegen einen Ingame-Charakter kämpfen, der uns invasieren wird. Jetzt kriege ich die mit Blume, ehrlich. Der uns invasieren wird und dann werden wir zusammen vielleicht sogar schon den Boss heute machen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Eigentlich würde ich mich gerne erstmal beschwören lassen zu diesem Boss, aber ich weiß nicht, ob überhaupt jemand spielt momentan oder so. Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Ja, machst du gut, mein Freund. Super. Kannst gerne weiterspielen. Aber alleine. Im Tode. So. Ja. Ach, wir könnten so viel schon machen. Uns hat sich so viel eröffnet durch die Schadenstadt, Leute. Einen sehr guten Ring könnten wir uns noch besorgen. Ich glaube, das wäre sogar ganz gut. Vielleicht gehen wir erstmal zu Griggs of Windheim, denn der ist jetzt gar nicht so weit weg. Wir müssen zum Feuerbandschrein einfach nur. Wir müssen eh in die Richtung. Wir müssen eh dahin, wo Griggs ist. Wo Griggs ist sowieso, aber auch wo Rickard ist. Rickard of Windheim. Wir wollen zu Rickard of Windheim. Und der ist nämlich in den Ruinen von Neulondo. Okay, wir reparieren das mal. Ja. Oh, sorry, das habe ich jetzt weggedrückt. Der hat nur gesagt, du hast eine tolle Glut, aber die kann ich leider nicht verwenden. Bring sie doch zu irgendjemand anderem, der sie benötigen könnte und der damit was anfangen kann. Das werden wir auch tun, denn dazu müssen wir zu Rickard of Windheim, Leute. Sehr gut, ne? Super. Ja, wir bleiben schon am Leben. Keine Angst, mein Freund, keine Angst. Ja. Rickard of Windheim. Der Typ ist cool.
wie gesagt, durch die Schandstadt hat sich einiges eröffnet uns. Später, wenn wir den Boss besiegt haben, wird sich sogar noch viel mehr eröffnet haben. Mal schauen. Das werdet ihr natürlich alles sehen, Leute. Ihr seid nicht ganz live dabei, aber ich nehme es ja für euch auf. Was mich ein bisschen stört, sind die schrecklichen Frames. Also mein Computer ist überhaupt nicht, kaum warm. Die Grafikkarte Puls war ziemlich raus. Auch wegen dem DS-Fix. Oder eigentlich auch so, weil so, ich brauche halt hier auch gut was. Ne? Obwohl die Grafik jetzt nicht die allerbeste ist, aber ich finde, sie passt zum Spiel. Obwohl das bei Teil 2 viel geiler wird, Leute. Oh, ich freue mich schon so. Ich freue mich schon so. So müssen wir lang. Ach so, zur Feuerwand schreien. Übrigens habe ich mir auch überlegt, dass ich wahrscheinlich die Folgen alle von allen Projekten etwas runterschrauben werde in ihrer Länge. Zumindest, also ganz sicher auch für Dark Souls 2, wenn es rauskommt. Ich werde es Let's Playen, Leute. Ich werde es häufiger die Woche bringen. Ich würde es gerne täglich bringen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Also es wird so zwischen 2 bis 3 Tagen wahrscheinlich sein, in denen ihr das bei mir sehen könnt. Und ja, mehr geht halt nicht, Leute. Also irgendwo ist auch gut. Ich habe halt auch noch ein paar andere Sachen, die ich leider machen muss. Zum Beispiel Job und so. Nebenjob, 2 Stück, Uni, bla. Das geht alles nicht so einfach. Vielleicht wird das ja schon mal ein bisschen anders bald. Okay. Hier ist noch nichts weiter. Gut. Ja, wir könnten bei ihm ja noch ganz viel Seelen loswerden, meine ich. Warte mal grad. Also. Okay. Kein Gegenstand. Ja, das ist gut. Wir haben bei ihm alles gekauft, aber wir müssen die. Warte mal. 8,5. Oh, das ist so teuer. Nee, das können wir nicht machen, Leute. Nicht jetzt. Ich muss unbedingt dann noch was für, von ihm holen. 2 Aufrüstungen der Flamme, weil wir in der Schandstadt dann noch jemanden finden. Achso, das hier geht ja nicht. Ich habe übrigens im Off, tut mir leid, Leute, das habe ich euch nicht gezeigt, aber ich habe im Off hier die Sachen eingesammelt, denn da war nicht die Seele der Feuerhüterin mit bei, die ich nicht aufnehmen wollte, sondern es war nur, das kann ich euch gerade zeigen, ich glaube die schäbige Stoffkapuze und das schäbige Set im Grunde. Was wahrscheinlich, hier und die schmutzige Robe war es. Ich zeig's euch einfach. Das war da einfach nur das, was die Feuerhüterin anhatte. Schäbige Stoffmanschette und blutbefleckter Rock. So, ich zeig's euch. Da, das hatte die Feuerhüterin an und das, ich glaube, die Kapuze gar nicht. Ich glaube, die Kapuze war was anderes. Ich wüsste jetzt aber nicht was. Warum haben wir eigentlich schon die Schattenmasse im östlichen Helm? Das hat doch Shiva und so alles. Ach so, nee, das findet man ja so. Nee, die schmutzige Kapuze hier, das hatte sie an. So, das hier ist das Set der Feuerhüterin, was wahrscheinlich, also was angedacht ist, wahrscheinlich als ein Set der, wo ist meine Sachen? Ja, als ein, wie Jungfrauen-Set oder irgendwie sowas, das nur schmutzig geworden ist, dadurch weniger Schutz bietet und bla bla. Ist aber jetzt gar nicht so wichtig. Das ist von dieser Jungfrau, die bei dem Wunderverkäufer saß, von ihr. Das Set soll das sein, wahrscheinlich einfach nur in schmutziger Form. Ja, ist egal. Ist nicht so wichtig, aber ich wollte es euch nochmal gezeigt haben. Und sie hatte noch etwas dabei, nämlich den schwarzen Augapfel. Invasion der Welt des Feuerhüterinnenmörders. Mystische, bei der Leiche eines Hüters gefundene Kugel. Dring in die Welt des Mörders der Feuerhüterin ein, besiege den Übeltäter und hole die Seele der Feuerhüterin zurück. Das schwarze Auge wacht stets über Anolondo, die Götterstadt. Ja, und das war der Hinweis, den wir eigentlich brauchen. Denn es sagt uns, dass in Anolondo der Mörder der Feuerhüterin zu finden ist. Oder zu finden sein wird, denn wir kommen ja noch nicht nach Anolondo. Es wird dann noch ein Weilchen dauern, bis wir da hinkommen. Da müssen wir erstmal durch ein größeres Gebiet. Ist aber nicht schlimm, Leute. Wir werden natürlich alles machen. Wir werden das nicht verpassen. Ich werde versuchen, euch so viel wie nur möglich zu zeigen. Hallo Leute, hier sind wir. Ja komm, runter hier, ist egal. Hey, na du, schon mal ein Schwert im Rücken gehabt? Ja, ist cool, gell? Richtig cool. Ja moin, guck mal hier. Ich hau dir richtig eins rein. Wir gehen jetzt erstmal kurz zu Rickard. Wo saß der denn? Hä? Ich weiß nicht mehr, wo der sitzt. Ach doch, der saß so richtig Panne am Abgrund. Ah. Hier unten. So, dich will ich aber töten. Aus Prinzip.
Weil du mich einmal schon das Leben gekostet hast. Ja, ihr wollt gar nicht wissen, wie. Hier sitzt der Rickard of Winheim. Reden wir mal mit ihm. Habe ich das jemals? Ich glaube noch nicht. Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't cry. I'm Rickard of Winheim. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe it? Ja, ist schon krass, ne? Hallo, darf ich? Ja. Hm? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escaping. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinland. Ja, der Gute ist ein Schmied und der möchte unsere Waffen verstärken. Tada! Reden wir noch mit ihm. What is it? There's nothing to talk about. We're both cursed, undead. But what's there really to moan about? Ja, gut, ist nicht so schlimm. Er will auf jeden Fall unsere Glut. Und wie wir gehört haben, will er einfach gar nicht fliehen, weil er weiß ja, was hier draußen vor sich geht und da hat er keinen Bock drauf. Hey, hang on. Jo. Is that a sorcery emblem? Yeah, sorcery emblem. I've never seen one like that. Not even back in Vinheim. What a brilliant flame. Please, friend, let me have that. I am begging you. I am begging you. I'm a craftsman of Vinheim. I'd go hollow before I pass a flame like that. Ja, gib doch. Gib ihm ruhig, das Ding ist really? Super. You are wonderful. I will forge a Rickard masterpiece just for you. A weapon to make a legend out of. Könntest du es nicht umsonst machen, mein Freund? Nein, macht er natürlich nicht. Ist doof. Seht ihr, und mit dem zerbrochenen Schwert könnten wir ein zerbrochenes Zauberschwert machen und so weiter. Ja, ist aber unnötig, weil wir haben noch nicht das Schwert, das wir brauchen dafür. So. Er kann uns wie jeder andere Schmied auch einfach normale Sachen auch verstärken, wenn wir es wollen. Ich habe schon mal ein paar Sachen aufgerüstet. Das Langschwert. Ja, das Langschwert. Das werde ich auch noch aufrüsten, Leute. Unbedingt. Und daraus werde ich, glaube ich, ein heiliges Langschwert machen. Weil es besser sein wird als Astoras Schwert, schätze ich. Denn Astoras Schwert skaliert mit Wille. Und Wille ist doof. Aber wir haben genug Wille, um es zu tragen. Ja, vielleicht nehmen wir auch Astoras Schwert, mal gucken. Denn es skaliert leider nicht mit Intelligenz. Bla. Ist ja doof. Ist blöd. Aber es macht schon mehr Schaden als das Langschwert. Na gut, mal gucken. Ich werde mir nochmal vielleicht durchlesen, wie das normale Langschwert auf heilig getrimmt Schaden macht. Und dann gucken wir mal. Wir können jetzt da hinten weitergehen, aber das bringt uns noch nichts. Da müssten wir erst Sif besiegen, damit wir dann auch wirklich den Boss töten können. Einen der wenigen Bosse, den wir schon vorher töten können. Wartet mal. Wo kam ich denn jetzt nochmal runter? Ich hab's vergessen. Ich bin so verpeilt. Ich glaube hier, oder? Hier war das doch. Täusch mich nicht. Zur Schandstadt. Jawohl, ja. Sehr schön. Ins Drachental und dann auf zur Schandstadt. Die Frames sind gut, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, es ruckelt. Das ist echt komisch. Manchmal ist Dark Souls echt doof. Ist aber nicht schlimm, Leute. Ah, dieser Lighting Change. So, jetzt müssen wir nur noch heil dorthin kommen, wo... Und das ist das Schöne bei diesem Eingang, denn wir kommen genau dorthin, wo wir hin müssen. Nur heil hinkommen, das ist halt das Problem. Wartet mal, ich bin so doof. Ah, wir müssen aber ganz schnell zurück, Leute. Es tut mir leid. Zur Not mache ich das im Off und schalte dann wieder ein, wenn wir in der Schandstadt sind. Ich habe was vergessen, Leute. Ach, natürlich. Ich wollte noch Zauber bei dem Typen kaufen. Mensch, wo farm ich denn so viel? So viel Zeug. Das ist ja gut, dass wir jetzt sogar 37.000 Seelen haben. Das ist so viel, wie ich gehofft hatte. Fast 40.000. Und wenn wir jetzt noch ein paar Typen töten, sind wir auf 40.000. Super geil. So, aber wir wollen nämlich erst noch ein paar Zauber kaufen bei ihm und dann bei der nächsten besten Gelegenheit. Ah, hier rum. Seht ihr das, wie man hier rumglitscht? Das mag ich in Dark Souls echt nicht. Keine Waffen, tut mir leid, aber Gegenstände. So, er ist ein Zauberer und ach, wieso hat er nur den normalen und den schweren Seelenfall? Oh, ich dachte, der hätte auch einen. Der hätte einen großen Seelenfall. Große brauche ich. Die hier sind doof. Ja gut, jetzt haben wir es mal, jetzt können wir die verkaufen. Wir haben es ja. Ist egal.
Habe ich mich vertan, Leute, tut mir leid. Ich hätte gerne noch einen großen Seelenfall gehabt. Na gut. Denn die kleinen braucht man nicht wirklich, die machen keinen Schaden. Die großen sind super, weil sie eigentlich verlangsamen beim Feuern, sondern die sind wie die kleinen Seelenfallen, nur mächtiger. Und die sind einfach blöd, weil man stehen bleibt. Ich will mir auch überlegen, ob ich die Pyromantie immer drin lasse. Vielleicht nicht. Aber ich hätte halt gerne die Pyromantie einfach mal voll, weil ich die auch nochmal für einen schönen Farmplatz brauche. Ja, Leute, ich werde später noch einmal eine kleine Leveling-Phase einsetzen. Weiß ich aber noch nicht, wann ich das dann mache. So nebenbei mal. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mich mal ein, zwei Folgen ausfallen lasse. Von Dark Souls. Ne, den Ring lasse ich an. Ich muss mit 25.000 Seelen da runterkommen. Hallo. Ich will nur den rechten. Ich will nur den rechten. Ja gut, dann machen wir es so. Bitte nicht zerpratzen. Ich dachte, der geht an dem Dings kaputt. Ja toll, jetzt kommen sie beide. Natürlich. Ja moin. Oh toll, jetzt wird der Falsche getroffen. Denn ich weiß nicht, ob ich das für Dark Souls 2 ein bisschen mitopfern werde, wenn ich ein paar mehr Folgen gemacht habe. Dass ich euch dann ein bisschen mehr Dark Souls 2 gönne und dafür mal Dark Souls ein bisschen... Ja, vielleicht mal eine Woche pausiere oder so, keine Ahnung. Also, oder Darksiders vielleicht mal ein bisschen pausiere. Mal gucken, wie es so läuft und wie Dark Souls 2 läuft. Ich habe auch schon ein schönes Angebot bekommen für Dark Souls 2. Noch was so Schönes zu machen für euch. Oh, eine Riesenkeule bekommen, das ist cool. Gucken wir uns die mal an. Die ist absolut Panne und Mist, aber die hatte ich noch nie, ist super. So, 120 Schaden, man braucht 26 Stärke, das ist gar nicht mal so viel. Und sie hat 180 Giftschaden, das ist krass. Waffentyp Großhammer, Angriffstyp Schlag, große Holzknüppel. Die riesigen Untoten von Schandstadt schwingen diese Knüppel, die aufgrund ihrer verpesteten Umgebung giftig geworden sind. Ja, also. Ist jetzt nichts irgendwie Besonderes, was da jetzt drin stand. Ich muss unbedingt mal wieder das hier aufräumen. Zack. Ja, ein Gift können wir drin lassen. So's. Ach, ich freue mich so auf Dark Souls 2, Leute, das kommt hier gar nicht. Ich bin nämlich auch ein bisschen verzogen mit meinen Aufnahmen momentan, weil bei XCOM was nicht so geklappt hat und ich musste cutten und sowas und dann muss ich noch ein bisschen den Part vervollständigen. Bla bla. Interessiert euch sicher nicht, aber ich dachte, ich sag mal was. ich habe genug Folgen erstmal für ein paar Wochen, aber ich komme halt auch momentan nicht so gut zum Aufnehmen, weil ich auch gerade in Bewerbungsphase und sowas bin für einen Nebenjob. Und das ist leider sehr, sehr wichtig. Das hat natürlich Vorrang. Zumal mir dies hier leider auch kein Geld einbringt. Das ist natürlich auch was. Was ganz schön wäre, wenn man hier wenigstens ein bisschen was zurückkriegen würde. Ich meine, ja, ist auch nicht so toll, ne? Ich meine, was macht man hier schon? Man zockt ein bisschen und so. Es ist auch schwierig und vor allem technisch aufwendig und sowas. Gerade da liegt auch ein bisschen die Krux, weil ich technisch gar nicht so viel momentan imstande bin zu leisten. Und ja, das ist halt noch so ein bisschen, aber so ein bisschen schwierig. Da habe ich jetzt schlecht reagiert, gebe ich zu. Aber mal gucken, vielleicht lässt sich das ja in Zukunft ein bisschen besser regeln. Ich muss einfach mal gucken, wie viel ich wirklich bringen kann euch und dann mal schauen. Ein bisschen Anstrengung geht alles, oder? Ja, sehr schön tot. 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 Das erinnert mich an... Achso, das war nur die Schrift. Das erinnert mich an Black and White 2. Wenn dir dann die Leute sterben, dann kommt auch dauernd Tod, Tod, Tod. Das finde ich gut. Das sagt so eine super synchrone Stimme. Ich werde jetzt schon wieder nicht die Rüstung holen, Leute. Ja, ich weiß, ich sage schon seit 15 Parts oder so. Ja, ich würde euch auch gerne endlich zeigen, was ich mit dieser Rüstung meine und warum ich die gut finde. Ich habe einfach ganz nette Werte. Aber ich kann sie gerade wieder nicht holen, weil ich muss aufpassen, dass wir die Seelen behalten. Denn ich will halt diese zwei Schwerter kaufen. Mit die werde ich nämlich auch sehr, sehr lange nutzen können. Im Grunde nutze ich die, glaube ich, bis zum Ende des Spiels wahrscheinlich. Am häufigsten, diese beiden Schwerter. Von daher sind die mir sehr wichtig und das muss einfach, Leute, das muss. Dat mut, wat mut, dat mut, ne?
dieser blöde Moskito. Aber der hängt anscheinend fest, das ist gut. Kannst du mal machen, mein Freund, kannst du mal machen. So, jetzt müssen wir das hier gut hinbekommen. Wenn ich nicht sehe, ist es schlecht. So. Okay. Aufzug gemeistert, hoffentlich. Ja, jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Wenn man die Hälfte geschafft hat, ist das Ding hier in Ordnung. So, das Schöne ist nämlich, wir gehen jetzt hier runter, zack. Und zack. Sorry, ich habe gerade einen kratzigen Hals gehabt. So, was machen wir? Erstmal nicht laufen können. Aber wartet, wartet. Da seht ihr ihn. Da ist der Shiva of the East. Hier im Sumpf des Drecks. Warum auch immer er so hier rumlungert. Das ist mir unbegreiflich. Aber ich meine, wenn er Spaß dran hat, ne? Wenn er Spaß dran hat. So, jetzt müssen wir erstmal umgucken. Moskito-Alarm. Sieht nicht so aus, denn ich will nicht, dass der Typ angekratzt wird. So, reden wir mit ihm. Hello again. Strange to meet away from the clan and the forest. But why you are here? How about some equipment? I love collecting these things. But I can only keep so many. And you know, you are a friend. I'll sell them cheap. I'll sell them cheap, ja, das hättest du gerne. So, himmelwärtsblicken, schön. Danke für die Geste. Wir kaufen eine Waffe. Er hat hier auch das Steingroßschwert. Das ist ein sehr seltener Drop. Die Dämonenmachete vom Ziegendämon zum Beispiel auch. Das Schotel, das finden wir noch später. Und das ist eine der Waffen, die ich unbedingt haben will, Leute. Das Uchigatana. Eine der geilsten Waffen, wie ich finde, dieses Spiel. Und das hier ist die andere, das Nodachi. Das ist im Grunde ein Uchigatana, das länger ist. Ja, anders ist es nicht. Und hat weniger Haltbarkeit, wie man sieht. 80 und 60. Das ist der Krux an diesen Schwertern. Das Problem, was wir damit haben. Ja, gibt es noch Klauen und so und Dämonenspeer. Aha, Blitzschaden. Coole Sache. Ah, den finden wir auch noch später. Ja, und die mit Dämonen Großachs haben wir ja schon bekommen. I see. You have a sharp eye for trinkets. Ja, hab ich. Suits me fine. I'll be seeing you. So, und jetzt werden wir etwas Dummes machen. Wir werden sie nämlich töten und damit den Eid verraten. Ist ein bisschen blöd, aber das ist mir egal. Ich will nämlich seinen Ring haben. Ich will seinen Ring haben. Gib mir deinen Ring, du Stück. Warte mal, habe ich eine bessere Waffe? Nein, habe ich gerade nicht. Schade. Aber, was wir machen müssen, ist den weglegen und den anziehen. So, jetzt wird's gehen. So, wir töten die jetzt beide. Oh, oder die töten uns. Oh Gott, das wird wehtun. Das wird verdammt wehtun. Ja gut, wenn der festhängt, dann bin ich froh. Ja, denn... Ja, scheiße. Ist egal. Wir werden sie noch töten können. Also ich werde sie einfach besiegen beim nächsten Mal. Ich werde hier vielleicht im Off hingehen und die einfach plätten. Und dann zeige ich euch, was wir bekommen. Und gut ist. Ganz einfach. Oh, scheiße. Wirklich. Sorry, Leute. Ich wollte jetzt nicht so fluchen. Ja, das wird eine ganz schöne Off-Reise für mich werden. Ich wollte doch heute noch ein bisschen was aufnehmen, Menno. Und ich wollte euch noch zeigen und... Oh. Ja, es war dumm. Ich hätte es zum Feuer gehen sollen. Ihr habt recht. Ihr habt einfach recht. Das werde ich jetzt im Off erledigen. Ist ja nicht so schlimm. Und dann... Ja. Ich denke mal, ich werde auch schon die Schwerter versuchen zusammenzubasteln. Ich hoffe, ich habe genug Seelen. Nee, gerade mal so gar nicht. Werden wir gucken. Nein, du wirst mich nicht fressen. Friss jemand anderen, der sich wehrt. Oder der sich nicht wehrt. Ich hatte zwar geblockt, aber gut. Ja, ist egal. Okay. Ja, sind waren nur 8000 Seelen, die wir hatten. Das ist das Gute. Das macht nichts. Ich werde gucken, dass ich noch ein paar Seelen bekomme. Hätte ich jetzt eigentlich auch noch schnell ein paar farmen können, oder? Dann werden wir aufrüsten. Nein, du wirst mich nicht fressen. So, vielleicht hole ich mir die Seelen auch erst wieder und renne nochmal schnell. Ah, das ist auch blöd. Ah, Leute, ich farm hier nochmal schneller. Wisst ihr was? Genau. Ich habe nur gar nicht mehr lange Zeit. Wie lange habe ich ihn noch? Vielleicht mache ich das ein andermal. Naja, gut. Das kriegen wir vielleicht noch schnell hin. Dann noch einen schnellen Part. Da habe ich nur 3 Parts für jedes Projekt aufgenommen diese Woche. Das ist echt dumm. Na gut. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Lasst mir doch Kommentar, Bewertung da. Ihr wisst doch, ich freue mich so darüber. Unterstützt mich ein bisschen. Das ist toll. Dann weiß man auch, dass man das hier nicht umsonst tut. Das
sondern dass es ein paar Leuten gefällt, was man hier macht und dass es Unterhaltung bietet. Ja, Kritik oder so bin ich auch immer für offen. Schreibt mir auch ruhig drunter, was ihr schlecht findet oder so. Dann versuche ich das zu ändern, sofern es in meiner Macht steht. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder in der Schandstadt, hoffentlich. Mit ein paar aufgerüsteten Schwertern. Ich bin gespannt. Ja, mal gucken. Okay, Leute. Bis dann. Wenn es wieder heißt, Let's Play Dark Souls. Prepare to die. Jetzt hätte ich jetzt was vergessen. Tschüss.